Deswegen lohnt sich auch da mal wieder die Glocke aktiviert zu haben, damit ihr einfach so die neuesten News mitbekommt und vielleicht auch als einer der ersten mitbekommt, wenn ich denn mal endlich ein Fanpost-Auspacken-Video machen werde. Und Leute, es wird kommen und zwar bald. Ich habe gesauert. Schön, dass ihr mal wieder bei einem weiteren Vlog seid. Schön, dass ihr mal wieder bei einem weiteren Vlog dabei seid. Heute wird ein nicer Tag, denn es ist mal wieder warm. Es hat ja jetzt so 3 Tage so durchgeregnet. Eine Freundin von meiner Mutter hat Geburtstag und ich wollte sowieso schon seit ein paar Tagen Brownies backen, deswegen mache ich das jetzt. Lecker. Warum habe ich das gemacht? 250 Gramm weiche Butter. Lifehack, um aus harter Butter weiche Butter zu machen. Put it in the sun for a couple minutes. Burn! Das klingt nicht sehr gesund. Yeah! Mm, lecker, lecker. Bisschen noch. Burn! Oh ja, das ist schon besser. Oh ja, ihr habt es nicht gesehen drin. Wisst ihr, kochen und filmen gleichzeitig ist einfach hart. Wo ist der Kakao? Yeah! Da ist der Kakao. Yeah! Jetzt lasst mich das nur noch kurz umrühren und dann haben wir einen fertigen Kuchen. 20 Minuten später. Oh no! Leute, mein Wecker hat... Boah. Ich habe gerade mal so auf meine Uhr geguckt, weil ich dachte so, Alter, 25 Minuten ist eigentlich schon so ein bisschen her. Und da war der Timer einfach abgelaufen und hat aber nicht geklingelt. Nice! Ich hoffe jetzt mal nicht, der ist verbrannt, aber ihr kennt ja den alten Trick. Man nimmt dann so einen Zahnstocher und dann macht man den da rein und verbrennt sich nicht die Finger. Looking good, dog. Das Geheimnis bei diesen Brownies ist nämlich, dass man sie nicht zu lange backen darf, weil dann werden sie so richtig saftig und American Brownie-like. Ich brauche jetzt eigentlich noch so eine Glasur, aber ich habe vergessen, die zu machen, weil ich bin's dumm. Und ich habe hier überall meinen Teig verteilt, aber Leute, wenn ihr was dreckig macht, dann müsst ihr es natürlich auch aufputzen. Nicht wahr? Liegt die da absichtlich auf Aufnahme? Ich habe mal reingeguckt. Mhm. Ey, oh, Leute, ich melde mich mal kurz aus der Zukunft hier. Moin. Ich habe über die nächsten paar Aufnahmen so ein bisschen die Moderation vergessen, deswegen hole ich das einfach ein bisschen nach. Also ich hatte da meine Brownies gebacken und dann wurde ich von Freunden aufs Boot eingeladen. Ich wurde gerade von Freunden von uns spontan eingeladen, um mit denen aufs Boot zu gehen. Da habe ich natürlich Lust drauf. Ich hatte eigentlich noch was anderes vor, aber Leute, dieser Tag wird absolut lit. Super hot fire. Oh. Super hot fire. Oh. Ja, sind dann glaube ich so fast 3 Stunden sogar auf dem See unterwegs gewesen. War mega schön. Sonne hat geschienen, ich war aber leider nicht schwimmen, weil das Wasser ist halt mega abgekühlt und deswegen war es nicht mehr so warm und es war traurig, weil ich wollte schwimmen gehen. Aber Leute, das war es natürlich noch nicht mit dem Vlog, denn ich wollte noch ein paar Kommentare unter dem letzten Video vorlesen. Denn obwohl das leider sehr, sehr wenige Leute gesehen haben im Vergleich zu meinen anderen Videos, was aber wahrscheinlich hauptsächlich an mir liegt, weil ich halt einfach mega lange nichts mehr hochgeladen habe. Aber es würde mich wirklich mega freuen, wenn ihr hier oben bei dem Vlog noch vorbeiguckt, weil ich habe mir wahnsinnig viel Mühe damit gegeben. Er hat mir mega viel Spaß gemacht und Leute, er kommt wirklich super hot fire an. Und da gibt es übrigens auch noch ein Gewinnspiel, wo ich Videodate-Tickets verlose. Also ich denke, das ist schon Grund genug, bei dem Video auf jeden Fall mal vorbeizugucken. Und wenn wir schon bei der Sache sind, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut ihr absolut was falsch in eurem Leben. Drückt diesen Knopf und die Glocke und schreibt dann Hashtag Glockensquad in die Kommentare. Ich habe mir auch mal überlegt, ob ich irgendwie so den Shoutout des Videos oder so machen soll. Wo ihr dann irgendwie auf Twitter oder so schreiben könnt, dass ihr die Glocke aktiviert habt und dann gebe ich euch irgendwie einen Shoutout. Oder besser noch auf Instagram oder YouTube. Postet mal hier oben in die Abstimmung, wie ihr das so fändet. Weil ich natürlich auch öfter mal so Nachrichten bekomme, so, yo, kannst du meinen Kanal pushen? Da hättet ihr eventuell mal die Möglichkeit. Aber sagt einfach mal da, ob es euch gefällt. Vielleicht habt ihr da gar keinen Bock drauf, keine Ahnung. Was ich jetzt bei dieser Kommentarvorlesaktion irgendwie nicht beachtet habe, ist, dass eigentlich 95% der Kommentare nur für die Gewinnspiele sind. Natürlich ein bisschen blöd, aber ich versuche trotzdem welche rauszufinden. Ich habe hier nämlich zum Beispiel ein. Und zwar von SBHG. Oh mein Gott, ich habe seit einem halben Jahr nicht mehr bei dir vorbeigeguckt und das sich mega verändert. Gut, deine Videoqualität ist viel besser geworden. Mach unbedingt so weiter wie bisher. Dann bekommst du sicher in ein paar Jahren den goldenen Playbutton. Vielen, vielen Dank. Solche Kommentare motivieren mich einfach mega. Und so macht es einfach auch mega viel Spaß, noch weitere Videos zu machen. Deswegen danke dir. Ich weiß leider deinen echten Namen nicht, aber mega lieber Kommentar. Danke. Maxi Rottenwaller schreibt, in 7 Tagen hast du die 400k. Echt jetzt? Kann ich mir mega schwer vorstellen, aber es wäre natürlich ultra geil. Was mir gerade einfällt, ganz am Anfang vom Jahr habe ich gesagt, mein Goal für dieses Jahr ist es, 400.000 oder so knacken würden. Das wäre halt schon so ultra krass. Wie geil wäre das,
wenn ich jetzt noch vor den Video Days dieses Jahr 400.000 Abonnenten erreiche. Es wäre einfach so super hot fire und deswegen, Leute, drückt diesen Knopf bitte unten, macht mir den Gefallen, sagt all euren Freunden Bescheid, dass sie mich abonnieren sollen. Do it! Ich habe große Ziele und Träume, Leute, und die möchte ich unbedingt erreichen. Und ihr könnt mir da mega verhelfen, deswegen drückt diesen Abonnieren-Button, drückt die Glocke. Damit macht ihr mir einen riesen Gefallen. Genug Werbung gemacht, Leute. Das wird hier zu so einem richtigen Teleshopping. Hier auch noch ein mega netter Kommentar. No Name, du weißt, riesen Respekt an dich, was du in deinem Alter schon alles erreicht hast. Mach weiter so und du wirst noch sehr weit kommen. Allein wie du dich von Video zu Video steigerst, top. Ohne Witz, Leute, das ist einfach der Grund, warum ich diese Videos hier so oft mache. Keine Ahnung, warum ich gesagt habe, so oft. Solche Kommentare und solche Leute sind einfach der Grund, warum ich so viel weitermache. Ihr seid meine Motivation. Ihr seid der Grund, warum ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag aufstehe und sage, yo, ich mache jetzt ein Video, ich habe mega Bock, ich habe mega gute Laune, ich möchte euch zum Lachen bringen und ich möchte euch unterhalten. Ich weiß, dass ein paar diesen neuen Stil nicht so mega abfeiern können. Also dieses die ganze Zeit Explosion und Flames und irgendwie Rumgebrülle. Aber ich habe mich einfach dazu entschieden, dass ich ins Unterhaltungsgenre einsteigen will. Das heißt, ich will nicht einfach nur Vlogs machen, ich will Vlogs machen, wo ihr mit einem Lächeln vor dem Computer sitzt. Und das versuche ich zu erreichen. Und ich finde eigentlich so, es gelingt mir so mehr oder weniger. Also von Vlog zu Vlog variiert es so ein bisschen. Aber manchmal stehen so in den Kommentaren oder sogar Freunde schreiben mir so, yo, ich musste die ganze Zeit lachen. Ich fand das Video so geil. Und sowas ist einfach so, das macht mich einfach mega glücklich. Und es gibt mir noch mehr Energie für noch mehr Videos. Und dann kann ich noch mehr von euch glücklich machen. Deswegen, Leute, danke. Und Leute, wenn ihr mal hier oben auf meinen Kopf guckt, was ist das? Ich habe erstens seit ein paar Tagen mega den Bad Hair Day. Und zweitens, ich war vor einer Woche erst beim Friseur. Und jetzt schaut euch das an. Sieht einfach aus wie ein Pilz. Und Leute, ich muss was zugeben. Hier unten ist ein riesen Wäschekorb mit mega, mega viel Fanpost von euch. Ich bedanke mich zwar jetzt schon mal für die mega viele Fanpost, aber gleichzeitig muss ich mich auch entschuldigen, weil die liegt hier wirklich seit einem Monat oder sogar zwei rum. Ich habe vor ein paar Monaten dieses Video gemacht, dass ich jetzt ein Postfach habe und habe seitdem dieses Postfach nicht mehr angesprochen. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich bin nur die ganze Zeit am Überlegen, wie ich das am besten machen kann, aber ich glaube, ich habe jetzt eine ganz coole Methode gefunden, was vielleicht auch mit Instagram und YouTube-Livestreams zu tun hat. Deswegen lohnt sich auch da mal wieder die Glocke aktiviert zu haben, damit ihr einfach so die neuesten News mitbekommt und vielleicht auch als einer der ersten mitbekommt, wenn ich denn mal endlich ein Fanpost-Auspacken-Video machen werde. Leute, es wird kommen. Und zwar bald. Mehr sage ich dazu aber erstmal nicht. Bleibt auf jeden Fall auf meinen Social Medias auch aktiv, weil gerade auf Twitter oder Instagram Stories werde ich auf jeden Fall ankündigen, wenn ich einen Livestream hier auf YouTube zum Beispiel mache. Deswegen folgt mir da auch da oder die Links sind in der Videobeschreibung. Danke, dass ihr mal wieder einen Tag bei mir dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Ich hoffe, ihr sitzt jetzt mit einem Lächeln vorm Gesicht. Mit einem Lächeln vorm Gesicht. Ja, moin. Mit einem Lächeln vorm Computer wollte ich natürlich sagen. Drückt auch gerne den Daumen nach oben. Das unterstützt mich mega und gibt mir mehr Motivation, noch mehr Videos zu machen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin. Und Leute, darf ich mal erwähnen, dass diese Brownies der absolute Shit sind? So lecker.